Ja, ihr habt wieder eingeschaltet, hammergeil. Wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Bioshock Infinite. Ja, letzte Folge ist es schon ein bisschen heiß hergegangen, ja. Wir haben unsere erste Waffe und unsere erste Fähigkeit bekommen, nachdem wir uns den Jahrmarkt erkundet haben. Und die Leute wollten sich direkt mit uns anlegen, ja, und das ist daraus geworden. Tja, Pech würde ich sagen. Sowas macht man auch nicht. Und man muss sagen, diese Leute hier, so gläubig sie auch sind, fast gar nicht rassistisch, ja. Deswegen würde ich sagen, wir müssen den einfach mal der mit den Arsch treten. Und ich muss jetzt gerade mal ein bisschen entkommen hier. Oh, Feuerwerkabschussgerät. Ich kann Feuerwerk machen, aber geil. Kann ich noch mehr? Ja, Feuerwerk! Okay, scheiß drauf. Alles klar, Werkzeugkasten. Eine Banane und eine Ananas. Was zum Teufel ist er denn hier für einer? Ich glaube, ich muss den erstmal platt machen, oder? Weil der schießt ja auf mich. Wobei, ich könnte den natürlich auch zu meinem Verbündeten machen gleich. Ja, warte mal. Warte mal. Ich springe jetzt mal hier runter. Oh, shit! So, jetzt gehörst du mir. Okay, das war jetzt aber nicht so intelligent. Ich dachte, hier würden jetzt Gegnerhorden kommen. Wow! So, erstmal alle platt machen. So, alles klar. Der hat einen Hotdog dabei. Der hatte Munition dabei. Was, wir schießen hier auf mich? Wo ist denn der? Hier war doch gerade noch einer, oder? Wollte sich hier nicht noch einer mit mir anlegen? Oh, guck mal da! Na komm her! Bam! So. Alles klar. Okay, die Pistole ist... Wow. Uncool. Uncool, Kollege. Hier triffst du mich nicht. Ah! Alter! What the fuck? Der trifft mich hier auch. Okay, alles andere als cool. Alles andere als cool. Der tötet mich. Okay. Warte, jetzt muss ich mal kurz warten. So, jetzt mach ich dich platt. Alter, wie viel hält denn der aus? Alter. Der hat mich gerade fast platt gemacht. Das war gar nicht witzig. Ich brauche jetzt erstmal Gesundheitskit. Kaufen. Herzlichen Dank. Das war aber notwendig jetzt. Munition für Pistole. Ja, komm. Kaufen. Ja. Ja, wunderbar. Alles klar. Mehr brauche ich nicht. Boah, okay. Da musste ich jetzt erstmal 36 Dollar Strafe bezahlen. Dafür, dass ich so megamäßig noobig war. Gehört der schon mir? Okay, der ist zwar schon derbe am Arsch, aber ich muss schon in die Richtung da. Das Problem ist, ich habe auch nicht mehr genug Zeugs, um den jetzt... Ich könnte mich natürlich vorbeischleichen. Ja, so können wir es natürlich auch machen. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass der uns nicht sieht. Sehr schön. Und da liegt noch was drin. Ach, hier ist ein, wir wären Gesundheitskit gewesen. Au, 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 au! Ja, wie er ist hier? Ihr seid doch alle nur Kanonenfutter. Na, komm. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Weg. Okay. Alles klar. Da liegt aber noch eine Waffe. Warum hat er keine Munition von mich dabei? Was soll das? Finde ich nicht in Ordnung. Aber ein bisschen Geld. Das ist schön. So. Das blaue Schimmern, da könnte vermutlich Salz sein. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Mittlere Salzampulle. Ja, das dachte ich mir schon fast. Ist quasi wie die Spritzen, die wir früher hatten mit diesem Eve. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Ach du Scheiße. Na
Alter. Ach du Scheiße. Alter! Der gehorcht mir jetzt! Oh mein Gott, der gehorcht mir nicht! Wo ist der denn? Da ist er. Okay, dich mach ich aber platt, du hast nichts drauf. LOL! Der hat sich einfach in die Luft gejagt. Nimm dem Fireman Kraft ab! Jawohl, her damit! Teufelskuss. Tja, man liegt noch einmal. Okay. Devil's Kiss. Drück, um eine brennende Granate zu werfen. Okay, wie kann ich die jetzt wechseln? Ah, mit Q kann ich die wechseln. Drücke rechte Maustaste, während du Teufelskuss ausgedrückt hast, um eine feurige Granate zu werfen. Halt rechte Maustaste gedrückt, um die... Und lass die Taste dann wieder los. Um eine Sprengfalle aufzustellen. Okay. Aber probieren wir jetzt nicht einfach mal eben so aus, weil... wir haben ja auch nur einen begrenzten Vorrat an Salz. An das Salz. Oh! Da ist schon wieder so ein Kollege. Was? Ja, komm. Komm. Jawohl, jetzt leg mal los. Oh, okay, die haben das Ding direkt platt gemacht, sagst du? Da, brenn! Brennt, ihr Schweine! So, war geil. Mit dieser feurigen Granate ist ja wohl mal mega geil gewesen. Alter, den hat's aber auch direkt zerpflückt, ey. So. Salz. Jawohl, noch mehr Salz. Oh, das scheint eine Öllache zu sein. Hätte ich auch reinschießen können. Ja, wunderbar. Was wir aber jetzt natürlich nicht mehr nötig haben. Hätte das aber was gebracht, wenn meine Patrone auf dem Boden Funken schlägt? Nee, okay. Hätte ja sein können, ne? Was ist das denn jetzt zum Teufel? The Blue Ribbon! Ah, ein Steakhouse. Wobei man hier eher von Schnitzel sprechen sollte. Ah, Geld. Und ein schöner Victor Valley-Tropfen. Ja, war geil. Ach du Scheiße, The Blue Ribbon. Finest Quality! Finest Quality! Oh, aber ein Leibbrot. Na, was? Liegt da noch auf dem Tisch? Nein. Alles klar. Ja, was geht denn im Blue Ribbon ab? Okay. Es scheint zu laden. Ach so. Ah, ich muss erst auf Enter drücken, wenn ich den Bereich verlasse. Ja, er sagt das doch gleich. Sagen Sie das doch gleich, Herr Bioshock Infinite. Okay. Silver Eagle. Ja, aber hallo, ey. Erstmal Knete einsacken hier. Was gibt's hier? Munition für Maschinengewehr. Das habe ich jetzt allerdings noch nicht. Munition für Pistole. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich mir eine über den Durst getrunken, sagst du? Ist das schön. Was hat denn hier? Mittlere Salzampulle. Oh, Alter. Silver Eagle, immer her damit. Menü. Bolt Soup. Ne, Bolt. Bolt Fold. Suppe. Okay. Gemüse. Pasteten. Oh. Was ist das denn hier? Kinetoskop. Ach, das ist wieder dieses Kinetoskop. Das Wort des Propheten präsentiert einen Rückblick. Oh. Der Traum des Propheten wird endlich flügge. Columbia beginnt seine Reise, um Amerikas Vision in der Welt zu verbreiten. A Columbia Kinetoscope Company Production. Ende! Lol. Okay, das war absolut aufregend. Gucken wir mal, was das hier zu bieten hat. Das wird präsentiert, der Prophet widersteht Feinden, inneren wie äußeren.
Die chinesischen Boxer nehmen unschuldige Amerikaner als Geiseln. Ah ja, der Boxeraufstand. Tatsächlich ein, der Prophet und Columbia kämpfen für Amerika. Unser Prophet. Und welchen Dank erhält Columbia? Washington zu Comstock, halten Sie sich da raus! Wir stehen hinter dem Propheten. Alter Schwede. Hammer geil. Propaganda bis zum Gotterbarmen, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war der Prophet, Präsident. Wir trennen uns von der sogenannten Union an Produktion der Columbia Kinescope Warenzeichen, ja? Ein feiges Amerika pfeift seine beste Stadt zurück. Nein, danke, sagt der Prophet. Wir gehen eigene Wege. Columbia sagt sich von Union los und verschwindet in den Wolken. Ende. Okay, alles klar. Die haben sich vermutlich gesagt, scheiß auf Amerika, ja? Beziehungsweise, was heißt scheiß auf Amerika? Aber wir verziehen uns, wir brauchen euch nicht. Oh, wunderbar, hier ist sogar was los. Wir haben Gesellschaft. Kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Ach so, Alkohol erhöht meine Gesundheit, beschädigt aber meine Salze. Ah ja, okay, was ist mit Rauchen? Minus Gesundheit plus Salz, okay. So. Registrierkasse durchsuchen. Ja, her damit, ne? Standard. Okay, er hier kann nicht mehr. Okay, kleine Salzampulle. Ja, die brauche ich jetzt aber nicht. Ich bin ja voll. Kann ich den jetzt eigentlich platt machen? Ne, sieht nicht danach aus. Egal, her damit. Sie so, was ist das denn hier? Schild-Upgrade nehmen. Leben und Tod. Ja, dann mal runter mit dem, Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Ah, ja, her damit. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Die beiden sind echt geil. Heißt also, das Magnetabwehrfeld ist dafür da, um einfach ein paar Kugeln mich nicht so krass schädigen zu lassen wollen. Wie auch immer. Alles klar. Ed Gaines. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Oho. Der feine Herr braucht nur 100, weil er weiß, was läuft. Ich bin eine Taube. So. Sehr schön, was ist da unten? Groceries and Meats. Ah ja. So. Wie geht's denn jetzt hier für mich weiter? Passiert da hier was? Oder sitze ich jetzt hier einfach nur fest? Oder muss ich springen? Ey, springen halte ich jetzt irgendwie nicht für so eine geile Idee. Um dich an einem Frachtwagen festzuhalten, siehst du ihn an und drückst Leertaste. Wenn ich mich mit diesem Skyhook da einhaken könnte? Okay. Wow! Der Haken muss magnetisch sein. Ah, okay. Sonst hätte ich mir jetzt nicht erklären können, warum der so krass weit springen kann. Okay. Ah ja. Jawohl! Weg die Sau! Geht ihr, lass mal eben tot Waffen fallen. Probier sie aus. Drücke E, um Waffen zu tauschen. Ah ja. Wunderbar. Ein Maschinengewehr. Gefällt mir. Erstmal Munition absahnen hier. Oh, ein Fernglas. Kann ich das auch mitnehmen? Nein. Okay. Alles klar. Tauben kann ich nicht vermachen. Ach so, so ist Kim und Korn. Alter, auf Y. Alter, wer legt sowas denn auf Y? Alter, leg mich am Arsch. Boah, normalerweise würde ich sowas auf rechte Maustaste legen. Das ist jetzt natürlich aber richtig tricky. Wie mache ich das denn? Okay, dann mache ich mal den Nahkampf auf Angriff auf hier.
Und mach Kimme und Korn. Kimme und Korn auf mittlere Maustaste. Ne, komm, dann mach ich das hier. So, alles klar. Okay, das geht auch. Kommt da jetzt einer, der mir auf den Sack gehen will? Au! Was? Und guck. Alter! LOL! Nice, das wollte ich zwar gar nicht. Okay, neues Magazin. Da muss ich mich jetzt voll dran gewöhnen. Ah ja, ich krieg direkt Munition, das gefällt mir. Okay, ich glaube, ich werde das gleich so machen, dass ich die, meine Eve-Fähigkeiten, ich nenne sie jetzt einfach mal so, auf den Mausbutton lege und zielen auf rechte Maustaste. Vielleicht das eigentlich auch mit der Pistole. Oh ja, kann ich tatsächlich. Ja, gut. Wobei andererseits brauche ich das gar nicht, oder? Ich konnte doch gerade schon voll gut zielen. Ah, mehr Munition. Wow. Oh, weg! So, muss ich... Oh, ich muss da jetzt aber lang, wa? Wo steht denn der überhaupt? Auf dem Schiff drauf? Ach, da! Oh, das war zu weit. Da, hier, frisst das, du Arsch! Lol. Alter, gib der mir auf den Sack. Gib der mir auf den Sack. Aber ich hab's platt gemacht. So, jetzt gehst du mir mal nicht auf die Nerven hier. Ja, kommt doch her! Ach da! Ja, komm! Ja, ich brenne, Mama! Lol. Ah, mein Schild lädt sich auch immer wieder auf. Hammer, geil. Oh, der ist platt. Aua, 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 aua. So, mal eben kurz nachladen hier. Jawohl! Hammer, nice! Die Granate. Au! Wer schießt denn jetzt schon wieder auf mich? Alter, wie sie alle ankommen! Geh drauf, Mädchen! Woo! Bewahren Sie Ruhe und verschließen Sie, wenn möglich, die Türen. Der Prophet hat diesen Tag vorhergesehen und ist vorbereitet. Nicht Panik ist das Gebot der Stunde, sondern Licht. Ah, der hat einen Schlagstock, sagst du? Der muss Nahkampf. Du musst Nahkampf, das ist natürlich schade. Boah, weg die Sau, ey. Okay, du hast natürlich nichts für mich dabei, das war ja klar. Aber ich glaube, ich muss hier lang. So, kann ich jetzt auch hier unten noch hin? Leertaste verlassen, aber da liegt ja eigentlich nichts mehr. Ah, da. Sehr schön. Wunderbar. Aber geil. So, ich glaube jetzt, ich nehme mal wieder meine Pistole hier, weil die Pistole fand ich dann doch ein bisschen stärker irgendwie. Munition mit Maschinengewehr. Boah, ich muss da sagen, ich habe ja doch schon leichte Frame-Einbrüche. Da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten. Ich hoffe nur, dass ihr die nicht habt. Der Rest, da soll, sonst ist mir das egal. Hauptsache, ruckelt nicht in der Aufnahme. Also ich glaube, ich muss hier rein. Ah ja, das sieht doch gut aus. Montgomery Anwesen. Aha. Gewalt ist Profil speichern. So sehr ich für ihre Sache und ihre Leute bin, es darf kein Blut fließen. Was sollen diese armen Neger denn tun? So wie man sie behandelt. Das musste ja alles so kommen. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Alter. Until the Negro is equal, none of us are equal. Alter. Aber nice.
Schön, dann würde ich sagen, ist die Folge ja auch schon vorbei. Und ich bin eindeutig gespannt, was sich aus dieser Geschichte noch entwickelt. Also, geht ja schon mal gut ab, das Spiel. Finde ich bis jetzt äußerst genial, muss ich sagen. Macht sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge um 18.30 Uhr auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt BioShock HD. Miau! Der HD einfach geil ist. Geil ist. Der HD einfach geil ist, geil ist. Der HD einfach geil ist, geil ist.